Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 4. Wir machen weiter mit der Wu-Story und die nächste Schlacht, die dran ist, ist die große Schlacht von Chibi. Wieder die legendäre Seeschlacht, diesmal auf der Wu-Seite. Das ändert sich aber ein bisschen im Gegensatz zur Shu-Seite. Ein paar kleine Änderungen gibt es, obwohl man auf der gleichen Seite kämpft. Aber wir sehen mal, was sich jetzt hier ändert. Wu schlägt Huang Zu bei Xia Ko und schlägt die Invasion aus Naman zurück. Hätte die Familie Sun ihren Einfluss nicht ausgeweitet, wären diese Siege nicht möglich gewesen. Doch Cao Cao wird nicht untätig zusehen, wie Wu mächtiger wird. Um seine mangelnde Erfahrung in der Seekriegsführung auszugleichen, rüstet Cao Cao eine riesige Flotte aus und fährt auf den Shangjiang. Die Flotte Wus, die Cao Caos Armada stellen soll, wird von Zhou Yu befehligt. Er hat einen Plan, mit dem er die Übermacht besiegen will. Ja, die Seekriegsführung war echt nicht so gut von der Wei-Armee, weil die halt aus dem Norden kommen und da nicht so viele Gewässer sind. Aber deswegen hat er auch Cai Mao zum Beispiel rekrutiert. Den Navy-Officer von Liu Biao. Und der kennt sich damit wieder gut aus. Kann somit die Wei-Streitkräfte darin ausbilden. Gut, die große Schlacht von GB. Alliierte versus Cao Cao. Entscheidung, Schlacht zur See. Führe die Strategie zum Erfolg und Cao Cao fällt. Versuchen wir diesmal Pangtung zu beschützen. Das war letztes Mal Waden gegangen. Mit Kan Ming möchte jetzt allerdings nicht spielen. Ist die Frage, mit wem machen wir das? Ich würde sagen, wir machen das mit Zhou Yu. Ja, wir spielen nochmal mit Zhou Yu. Und nehmen diesmal sein Dynasty Warriors 3 Outfits passend gut zu Chibi. Blutrot wie die Flammen, die bald über Cao Caos Flotte heranbrechen werden. Cao Cao muss besiegt werden, Sun Jian darf nicht sterben und beide Gegner haben wir Cao Cao mit Jiak Su als Unteroffizier. Su Su, Zhen Ji, Cao Ren, Cao Hong, Yu Zhen, Cai Mao, da ist er, wie eben schon erwähnt. Cao Bi mit Unteroffizier Pang Tong, was heißt bei den Gegnern? Da ist schon der erste Unterschied. Naja, kennt ja die Schiffe an, einander. Ja, ja, bin ich mal gespannt. Xu Shu, natürlich auch Manchong, oh mein Gott, als nennenswerte Offizier. Und Yu Jin mit Unteroffizier Li Jin, er hat nicht ausgedient. Pangtong, mein Gegner, ey. Das ist wirklich sehr interessant. Ich denke, er wird Wei verraten. Aber schauen wir mal. Pangtong ist jetzt wo? Der ist da oben, ne? Den dürfen wir nicht besiegen, den verschone ich auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall nicht auf der Seite der Feinde. Definitiv nicht. Deswegen sollte man ihn um jeden Preis verschonen. Das Schicksal von Wu hängt von dieser Schlacht ab. Yep. Zögert nicht, zeigt ihnen unsere Macht. Ich zeig ihnen unsere Macht. Wir werden den Wind herbeirufen. Bis dahin müssen wir aushalten. Der Wind wird wehen. Der Wind wird wehen, das hoffe ich doch für dich. Verteidig den Altar, bis der Wind kommt. Verteidig den Altar, Alter. Ja, ich denke, ich sollte jetzt erstmal Zhuge Liang assistieren, das ist immer das Wichtigste, weil wenn der Nordostwind nicht kommt, dann ist vorbei. Dann wird die Schlacht umso schwieriger. Chibi zu gewinnen ohne Feuerangriff ist halt in den meisten Dynasty-Teilen doppelt so schwer dann. Mitsu müsste doch auch hier sein. Nee, nicht. Oh, Lidin, mein Freund. Lidin, wir sind doch beste Freunde, ne? Dann kannst du ja auch mal mir gerade kurz zuhören. Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Lidin, mein Freund. Du hast ausgedient. Da, gut, ich mach mich auf die Arbeit. Ja, da ist er. Pangtong. Natürlich. Er verrät uns nicht so einfach. Ehrenmann. Pangtong hat soeben die Seiten gewechselt. So, jetzt ist einfach die Schiffe da anketten da oben. Mit Cao Pi. Hat sich halt als einer der Wei-Truppen ausgegeben. Hat einen Überlaufen quasi simuliert. So auch Huang Gai. Und Cao Cao hat ihm das geglaubt.
Ruan Gai zum Beispiel hat sich auspeitschen lassen. Von den eigenen Truppen. Damit es so aussieht, als wäre er von Wu fast hingerichtet worden, damit es halt glaubwürdig erscheint. Sonst hätte Zhao zwar niemals geglaubt, dass so ein treuer Veteran, der schon immer Sun Jian diente, zu Wei überläuft. Und so konnte der Plan halt aufgehen. Kapitulation Wu Gais, Kapitulation Hang Tongs. Und dann die Sache mit Zhuge Liang, dass er eben halt den Nordostwind herbeigerufen hat. Nur so konnte die ganze Armada, die riesige Flotte von Cao Cao in Brand gesetzt werden und vernichtet werden. So. Hang Tong, ist der in Ordnung? Kommt der da klar, ey? Ich weiß ja nicht, ey. Ich hoffe doch. Weil letztens ist er gestorben, ne? Was ist mit Zauren eigentlich? Zulegen. Ah, der ist da, okay. Vielleicht besiegen wir mal Zauren. Dann schauen wir da oben nach Hang Tong. Ich glaube, der wird wieder verrecken, ey. Klappt halt. Aber es hat letztens auch nicht geklappt. Der Feuerangriff. Ohne dass Hang Tong die Schiffe angekettet hat. Komischerweise. Los, stirb! Ah, der hat die Kombo natürlich versagt. Versaut, Mann. Kombo versaut und deswegen habe ich versagt. Wir dürfen nicht zurückfallen. Deswegen sehe ich jetzt ja auch Zhao Ren. Einen krassen Moralbooster für unsere Armee geben. So ein großer Krieger jetzt hier fällt. Mein Schwert wird dich fällen. Und er kämpft mit dem Schild. Läuft bei dir. Mein Freund Nase. So nicht. Ja! Oh mein Gott. Ja, bedank dich wenigstens bei deinen Bogenschützen. Bedank dich bei deinen blöden Bogenschützen, du Arschloch, ey. Da seht ihr, Hang Tong ist wieder tot. Er schafft's halt. Das ist ein Loser. Aber man muss doch wirklich dann, nachdem man den Altar verteidigt hat, Hang Tong assistieren, ey. Extrem komisch, Mann. War ja noch nie so weird. Oh mein Gott, der braucht ja nur einen Hit. Nein, was? Eine Putt-Situation. Oh mein Gott, Zhao Ren ist so ein Huso, ey. Ist Hang Tong weg oder was? Was ist los? Dieses Mal ziehe ich mich zurück. Aber nur dieses Mal. Dieses eine Mal. Ne, was ist mit Hang Tong? Wird er jetzt noch angezeigt oder ist er jetzt quasi tot? Oder wird noch angezeigt? Jetzt zieht sie irgendwie nur zurück. Alright, weil letztes Mal ist er ja eindeutig gestorben, ne? Das ist nicht mein Pferd. Oh, Sun Jian ist in Gefahr. Der Fuck, er ist schon selber am Kämpfen. Naja, ich werde jetzt aber erstmal Yu-Jin besiegen. Du bist der Super Saiyajin. Yu-Jin. Die Überreste von Zhao Ren spielen keine Rolle. So, Xun Yu. Was will denn hier? Wo ist das der Unteroffizier von JG? Die ist doch ganz weit weg. Ah, goddammit. Ich liebe es mit Zhao Yu zu spielen, ey. Macht so Mord mit seinen Kombos. Zack, zack, zack. Bam. Weg mit euch. Auf nimmer Wiedersehen. So, da haben wir Yu-Jin. Komm her! Bis hier noch nicht weiter. Der strenge Yu-Jin muss hier fallen. Zum Glück ist es nicht Ice Boys 8 Extreme Legends, wo ein Fieber wurde. Fertig wurde. Komm her! Meet your maker, Junge. Bam! Keeping it stylish. Oh, Junge! Diese Pferdephysik manchmal. Hast das, wenn er nicht aufs Pferd will? Lass auf uns gehen. Lass auf uns gehen, yo. Mach dich nützlich, Zhuge Liang. Langsam Zeit, ne? Im Wind herbeigerufen hast. Im Wind herbeigerufen hast, hab ich schon alle gekillt. Sieht man ja hier. Viel ist ja nicht mehr übrig von dem Waiting. Und wo ist Pankton jetzt? Der ist jetzt nicht mehr da. Nee.
ist ein Schwachsinn. Ich verneige mich vor deinen Können. Sagt er, der Winde herbeirufen kann. Ich verneige mich vor deinen Können. Hey, was ist denn das für ein Dude? So, yo. Ach, das ist ein Unteroffizier von Jujo gewesen. Will halt jetzt fliehen. Ich verstehe. Stehen geblieben. Ja, du bist hier fallen. Ja, ob du dich nur zurückziehen willst. Du stirbst jetzt hier, Mann. Oh, und Genji mit Aura. Mit ihren komischen weiblichen Wächtern. Let's go. Mit Reichweite, die carried gerade so ein bisschen. Nein, ich wollte in die Luft. Jetzt bin ich nicht kommen kann. Slow, I guess. Oh ja, alles wiederhergestellt. Sehr geil. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Das ist Genji. Oh, immer wenn ich das sage. Erscheinen die Gegner hinter mir. Die will es tatsächlich wissen. Sterben die Leibwächter einfach so weg. Die fliegen. Jetzt kann ich es aber cheesen. Tja, Genji, was machst du dagegen, hä? Ne? No. Auf einmal kann ich jetzt blocken. Zack, zack, zack. Das hat sie wirklich gekillt. Dieser Blut. Oh, one guy. Du führst den Angriff jetzt aus. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ja, ist auch hier nicht erfreut sein, ne? Also seine Frau jetzt hier gestorben ist. Zurückgezogen hat. Wir können nicht zurückfallen. Dann mach's auch nicht. Geh an die Front, helf mir, Jack Ku. Puh, hast du das hier geschafft. Leibwächter Lubu ist gefallen, das muss ein Irrtum sein. Jan ist geschwächt. Ja, was soll ich machen? Warum verliert er gegen normale Gegner? Ich wollte gegen normale Gegner verlieren. Das ist doch sowas von peinlich. Ich nehme jetzt mal das weiße Pferd. Wenn du mich sehr an Gong und Zahn. Das sah erst so aus, als hätte er nur zwei Leibwächter der Hauptmann vor, aber nee. Hingen alle irgendwie aneinander. Guck dir jetzt mal an, wie so Jan am Struggeln ist. Was ist denn da los? Sag mal. Oh shit, da ist ja wirklich ein Gegner. Das ist gar nicht ernst genommen. Das ist ja Xuxu. Oh shit. Well, I guess. Dann werden wir die mal ein bisschen supporten. Das ist echt nicht ernst genommen. Ich dachte, das sind nur normale Toten, aber Xuxu ist vorgerückt. Wo kommt der denn auf einmal weg? Wie ärgerlich. Wie Genji sagen würde. Gibt es keine Magie. Ich weiß, dass an diesem Tage der Südostwind wehen wird. Er wusste es einfach. Warum warst du am Altar die ganze Zeit? Zhuge Liang, er wird eines Tages zur Bedrohung für Wu. Meine Aufgabe ist beendet. Nein, bleib hier, Mann, kämpfe für uns. Ah, Ling Tong, der chillt hier einfach rum, macht nichts. Macht gar nichts. Macht gar nichts, Ling Tong. Ein ganz braver Junge. Ein ganz lieber Junge. Alright. Zuzu, Inhaber von McDonalds. Ey, die sind echt schon bis zum Jahr vorgedrungen, ne? Immerhin ein bisschen von Armbrustschützen und so gecovert. Ist ganz geil. Lass Sun Jian in Ruhe, Mann! Ich werde ihn verteidigen mit meinem gesamten Leben hier. So, auf immer Wiedersehen. Ist das Sun Jians Pferd? Welche Ehre. Das ist noch einer, Mann schon. Das ist auch nie ein Unteroffizier. Oh mein Gott. Ich hab das gar nicht ernst genommen. Ich dachte, hier wären nur normale Gegner, aber doch, doch. Das ist schon eine Bedrohung hier. Na komm!
will den parryen. Haha! Get parried! Die ganze Zeit nur angegriffen so ein Störter. Fiel mir da einfach zu parryen. Ja, der Feuerangriff beginnt! Los geht's, super geil. Do it! So ist es. Wenn erstmal alles brennt. Das brennt doch noch gar nicht. Ja, spiel halt Baseball mit mir. War ein Home Run, by the way. Komm her! Ach, schade, ich dachte, er greift noch an. Will man mal parryen oder dann klappt es nicht. Ist halt immer so. Spielen wir ein andermal weiter. Sei froh, dass du besiegt wurdest. Brauchst du nicht mehr in der Hölle schmoren. Heißen Flammen kennen keine Gnade gleich. Wir dürfen nicht zurückfallen. Ja, wir dürfen nicht zurückfallen und ist zurückgefallen. Er steht ja da nur rum und chillt. Du bist ein Held. Trinkt sein Cocktail. Würde ich lieber nach Malle gehen. Auf eine Sonnenliege oder so, um mir einen Cocktail zu machen, als hier. Brennen sollt ihr. Wind. Trage die Flammen von Wu in den Himmel. Also. Jo. Kein Wunder, dass er heutzutage so Wrestling-Moves hat, wenn er schon so Wrestling-Posen hier gemacht hat. So, was haben wir denn jetzt noch an Truppen hier? Jirksu, Chengyu, Zhao Hong, Zai Ma und Zhao Pi mit Xu Shu als Unteroffizier. Okay. Hört das. Der Wind schürt die Flammen. Der Wind schürt die Flammen, das war die ganze Zeit unsere Strategie, mein Guter, das war die ganze Zeit der Plan. Flammen breiten sich aus, die Moral steigt, der Schicksal von Wei ist besiegelt. Man dankt unser Hahn dran hier. Der Schicksal von Wei ist besiegelt, Mann. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miauts, genau. So. Zhao Pi, du bist es, ne? Nein, haben wir jetzt meine Feuerpfeile verfehlt. Aber die brauche ich auch nicht. Kannst du so mal. Ey, Xushu ist sogar hier. Xushu, warum? Warum bist du nur übergelaufen zu Wei? Deine Mutter hat dir auch gesagt. Hat sie halt wirklich. Daraufhin hat sie sich umgebracht. Er war so ein treuer strategischer Schuss. Naja, die Story habe ich noch nicht mehr erklärt. Für alles seine Hintergründe. Feindlicher Offizier besiegt. Auf nimmer Wiedersehen. Sorry, Boys. Wir können nicht zurückfallen. So, nehmen wir noch das Tor ein. Ey, die nerven so hart, ne, diese Wichser. Blöden Ambus-Spinner. Jan, der wird allerdings nicht vorrücken. Das fand ich in Dice Wars 3 besser. Boah, wir nicht den Fehlzauber nach vorne gecrashed sind. Hier ist es ganz selten nur der Fall. Ich verneige mich von deinem Spiel. Ja, wir haben Nimba den Fehlzauber auch immer an die Front gegangen. Das fand ich mal ziemlich cool. Echt interaktiv. So. Zhao Zhou, der chillt immer noch auf dem brennenden Schiff. Sehr interessant. Normalerweise verlässt er das Schiff. Vielleicht hier nicht in dem Spiel, aber. In den meisten Dice Wars Zahlen geht er an Land. Das ist ja allerhand. So, hier hatte Pang Tong irgendwie Probleme. Das ist auch mal wieder ganz angenehm, jetzt an Land zu sein. Ne? Hier wird einem nicht so warm ums Herz, versteht ihr? Gut, wieder. Zack, zack, zack! So, das Tor ist eingenommen. Schon mal einiges wert. Ich hoffe, die kommen mit Zhao Hong da oben klar, ne? Nordosten. Das sind jetzt nicht alle. Vor allem mal viele Gegner hier in diesen blöden Bogenschützentüren sind. Ich hasse das. Die kannst du halt nur mit Pfeilen besiegen. Oder ich reiß die ein, ne? Das geht natürlich auch.
viele Hits braucht es eigentlich? Auch gut 16 Hits. Das war auch eine coole Neuerung, ne? Dass man die einfach einreißen kann. Und Neuerung, Astaris Voice 4. Alter, wer traut sich denn gegen Zauzer zu kämpfen? Oh mein Gott, die ganze Unteroffizier von mir. Ja, tatsächlich. Sie sind stark, doch wir werden nicht wanken. Ah, war das andere? Ne, der lebt noch. Na, wo ist der? Der Dude. Bam! In your face! Headshot! So, Zai Mao. Du bist zwar mit der Hohen See vertraut, aber wenn hier schon alles am Brennen ist, kannst du auch nicht mehr viel dran ändern, oder? Ganz ehrlich, Zai Mao. Wie ist ein? Du hast verloren. Obwohl das Leibfachgebiet ist. Schon ein bisschen peinlich, oder? Stier! So, dann. Dann wollen wir mal. Und zwar wollen wir das Tor da einnehmen. Dann die Unteroffizier von Zauzer besiegen, dann eventuell noch Zauzers Bruder Zhao Hong in der Flucht. Und dann war es das. Und das Spiel mal wieder gemeistert. Ja, mal gucken, ob das auch so einfach in der Way-Story wird. Ich denke mal nicht. Auf der Way-Seite ist das eigentlich immer schwieriger, weil man vieles beachten muss, vieles verhindern muss. Optimal ist es halt, den Feuerangriff zu verhindern. Boah, es ist hier dunkel, ey. Jesus. Jetzt hier gefühlt gar nichts. Du brennst hier gar nicht mehr. Habt ihr die Flammen gelöscht? Ihr Saftzeug, Mann. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Tank und die Schiffe nicht verwundern. Bam! Das klappt eh nie. Zumindest nicht auf schwer. So aggressiv sind noch schwer und sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer, das heißt ja hier Experte. Okay. Verneige mich vor deinem Können. Vielen Dank. Ich werde mich auf jeden Fall vor dir niemals verneigen. So. Noch ein bisschen auf. Sieben noch den letzten Unteroffizier müsste hier sein. Genau, es ist nämlich Chen Yu. Hoch mit dir. Nein, nicht der. Bam. Alter. Das war eine Team-Kombo. Team-Kombo der Extraklasse. So, Zhao Hong, nun zu dir. Da oben habe ich das Tor vergessen einzunehmen. Fuck. Denn Zhao hat nicht mal mehr Moral. Tja, hat halt alles verloren, ne? Er hat es ohne riesige Male gehabt, alles verloren. Das ist schon eine Leistung. Ja, zahlenmäßig waren die Wu und Schutrum echt krass unterlegen. Die Zauzauber der Schlacht von Huan Yu. Oh, hier ist was in die Luft gegangen. Das war wohl Huan Gai mit seinem Bomben. Zhao Hong! Das ist eigentlich, dass du keine Chance hast, aber warum rennst du weg? Zack, zack, zack. Oh, das war nicht connected. Ich habe zu spät angefangen zu mashen. Oh, hat trotzdem noch gereicht. Interessant. Alright, dann nehmen wir mal das Tor ein. Die Moral von Zhou Yu ist geschwächt. Meine Moral geschwächt. Zerstör doch hier alles. Weil zu viele Truppen da verloren. Schon gegen Zauzorn kämpfen sind. Ja, die Leibwächter verzaubern. Ihr wart ja toll, Leibwächter. Die einfach wegrennen lassen und dann sterben lassen. Geil, Leibwächter. So stellt man sich das vor. Oh, Axe des Kriegsgottes. I take it. I love it and take it. Ah, hier würdet ihr gerne zelten jetzt, was? Würde ich auch. Lieber zelten als sterben, ey. So, da war es nur noch der Zauzau. Sun Jian, ey. Wir haben auch viele Truppen verloren, ne? Guck mal.
war anfangs dunkelblau. Da ist nicht mehr viel übrig. Susu und Manchong, die haben ja ordentlich aufgeräumt. Muss man ja leider sagen. Das Tor nehme ich ja oben jetzt mal nicht mehr ein. Scheiß drauf. Wir killen jetzt Sauzo. Wow. Fein musst du so bad. Mal wieder was Neues ausprobieren. Nein! Oh Gott. Schlagen ihm tut er sich nicht, auch wenn er ganz allein hier steht, ne? One-Man-Army, Zauzau. Was? Er hat schon wieder Musu in dieser Cheater. Er hat doch den unendlichen Musu-Cheat aktiviert. Er hat den unendlichen Musu-Cheat aktiviert. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, das kann ich auch. Bam. Was ich eigentlich so cool fühle, Zauzau. Kann ich auch, was du kannst. Ja, nochmal Musu. Ist aber nicht vorbereitet. Jetzt habe ich selber an Musu. Das ist wieder so. Das ist Kontermaßnahme. Es ist so schwer hier zu kämpfen, wenn so viele Verbündete um einen rum sind. Ich will lieber eine 1 gegen 1 mit ihm machen, to be honest. Du siehst einfach nichts. Zack, zack, zack! Eine Kombo und dann ist er weg. Na komm! Ein Treffer nur noch! Das ist auch nicht zwei! Ja! Boah, es ist dark! Das ist oft genug sein. Mein Ehrgeiz ist ungebrochen! Gone! Schlacht von Chibi absolviert! Könnt ihr mal sehen, was sie für eine Übermacht hatten, ne? Krass, ey. Doppelt so viele Offiziere gefühlt. Dürft ihr auch nicht die Unteroffiziere vergessen. Wunderbar. Gut, Leute. Das war die Schlacht von Chibi. Und mit Akt 5 geht's dann beim nächsten Mal weiter. Fall von Chibi. Großer Kampf gegen Liu Bei. Kann man gespannt sein. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.